Hi Leute und herzlich willkommen zum ersten Tag in Kroatien. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, 8:30 Uhr. Mein Onkel und mein Papa sind gerade zu irgendeinem Laden gefahren. Wir haben hier Tommy, Kaufland, Lidl, wir haben ja alles um die Ecke und in der Nähe. Genau, die holen nämlich ein bisschen was zu frühstücken. Wir fahren um kurz nach 11 nämlich schon los. Wir haben ja heute den 2. August. Ich habe morgen Geburtstag. Genau, wir treffen uns heute nämlich mit Xenia, ihrem Mann und ihren Kindern. Genau, die sind ein bisschen weiter weg, die sind 20 Kilometer weg. Leute, das war hier so ein Scheiß, hierher zu kommen. Das erzähle ich aber, oder habe ich bestimmt schon im Mukbang erzählt oder in irgendeinem Labervideo. Ich weiß noch nicht, was ich gleich drehen werde. Aber es war so eine Kacke mit dieser Adresse, Leute. Da war eine komplett andere Adresse angegeben. Zum Glück hat meine Karte auf dem iPhone das einmal geändert und dann hatte ich die richtige Adresse. Der hat bloß die Postleitzahl geändert, die halt nicht stimmte. Genau, haben die falsch eingegeben. Warum? Weil die hier selber nicht wohnen, die Besitzer, sondern irgendwo in Split am Arsch der Welt. Ungefähr eine halbe Stunde hier entfernt, also eine halbe Stunde entfernt. Apropos Split, da fahren wir jetzt auch gleich hin, beziehungsweise da fahren wir um kurz nach 11 hin. Ja, wir gehen da ein bisschen bummeln, wir gehen an den Strand und schauen, was wir da Tolles machen können. Ich freue mich heute sehr auf den Tag und sehr auf Xenia. Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja, mega. Ja, halt euch auf dem Laufenden. Bis später. Ich wurde jetzt so ein kleines bisschen zu. Ich wollte doch nur filmen. Ich wurde jetzt ein kleines bisschen zugeparkt, Leute. Ich habe mich hier schon fresh gemacht. Kurze Hose, solche wunderschönen Schuhe hier, die ihr nicht sehen könnt. Da, nee, egal, der Finger im Arm ist. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Split, zum Strand. Es ist schon super, super, super warm. Die anderen laufen gerade irgendwo da hinten entlang zu unserem Auto. Und ich freue mich mega. Ich freue mich mega, dass ich Xenia gleich sehen kann. Wir fahren aber ein bisschen früher los. Wir wollten da schon ein bisschen bummeln gehen. Mein Papsle wartet da. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Aussicht. Moment. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Ging gerade nicht anders, weil unser Autokennzeichen dazwischen war und ich nicht will, dass ihr sehen könnt, was für ein Kennzeichen wir haben. Und jeder Normale wüsste dann, welches Auto uns gehört. So sieht das jetzt gerade aus. Da hinten ist Jenjen. Hallo? So Leute, wir sind jetzt da. Wir sind jetzt in Split angekommen. Wir sind ungefähr 40 bis 50 Minuten hierher gefahren, aber nur weil wir uns verfahren haben, weil ich die falschen Koordinaten hatte, beziehungsweise ich habe kein Google Maps und gesehen, er hatte mir alles per Google Maps geschickt und dann haben wir halt das Handy von meinem Onkel genommen und der hatte dann alles gemacht, weil der Google Maps hat. Und jetzt trinken wir kurz und warten noch 9 Minuten auf Xenia. Ich hoffe, ihr könnt mich hier so ein bisschen verstehen. Es ist wirklich sehr, 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 sehr windig. Also man sieht es, glaube ich, an meinen Haaren, aber es sieht hier wirklich sehr schön aus. Jenny! Ey, es ist so warm, Leute. Das kann man nicht vergleichen mit da, wo wir jetzt waren am Strand. Es ist so schön und so warm. Hallo? Wir warten jetzt auf Xenia immer noch. Die sind aber in 4 Minuten da. Ich freue mich. Ich freue mich, schon ins Wasser zu gehen. Ich habe Madame jetzt gefunden. Ah, ich freue mich. Xenia und ich haben uns jetzt so einen richtig coolen Cocktail bestellt. Sieht mega toll aus. Da hinten ist der von Xenia. Der ist Baileys. Rum, sicher. Banane, irgendwas auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das hier darstellen soll. Ananas, glaube ich auch. Guck mal, hier ist Ananas. Bacardi, White Rum, Banana, Kokopüree, Lime Juice. Ja, auf jeden Fall noch irgendwas mit Bacardi, Baileys, Koko, irgendwas. Ich würde mal sagen, wir probieren. Schmeckt? Ja, doch. Boah. Schmeckt gut. Ananas spürt man. Ananas, aber es schmeckt nicht nach Alkohol. Doch, man schmeckt ein kleines bisschen Bacardi. Oh, das ist lecker. Das Ganze hat jetzt, glaube ich, 90 Kuna. 90 Kuna gekostet. Also etwas über 10 Euro. Etwas über 10 Euro. Ja, 75 Kuna sind 10 Euro. Boah, krass, ey. Voll teuer eigentlich. Schaut mal, unser Essen, so geil. Das ist übrigens Ketchup, Leute, in so einem Glas. Ey, richtig cool. Hier haben wir dann einmal Pommes. Und hier haben wir dann so einen Burger. Hier haben wir dann Salat. Da unten ist Gurke, Tomate, ganz normalen Patty. Und Bacon ist da drauf. Und richtig geil Käse. Jenny hat übrigens dasselbe. Wir haben übrigens alle dasselbe.
Und ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwas sehen kann. Wir sind jetzt am Strand bei uns. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe oder nicht. Da hinten ist die Xenia. Wir haben uns jetzt halt schon genau dazu entschieden. Oh, ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich irgendwie direkt irgendwie in den Himmel gucke und das tut voll weh. Irgendjemand hat mich im Stein abgeworfen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir nochmal was essen gehen. Wir haben jetzt mittlerweile schon, glaube ich, kurz vor 18 Uhr oder sowas. Ja. Da ist Xenia. Genau, ich würde mal sagen, let's go. Ich bin so voll mit Salzwasser. Das Wasser ist echt warm, aber so langsam kommt das ganze Zeug hier nach vorne. Ich weiß nicht, wie das heißt, dieses Grüne, diese Algen, genau. Das ist ekelhaft. Und bei uns schwamm irgendwie ein abgehackter Tintenfischarm, keine Ahnung. Oh, und nicht ganz cool. Wir sitzen jetzt hier im Restaurant, nachdem wir das erste Mal rausgeschmissen worden sind, weil wir Bikinis anhatten. Da hinten ist Xenia. Genau, wir wurden das erste Mal rausgeschmissen. Jetzt haben wir uns was übergeworfen, angezogen. Ich habe hier schon meinen Eiskaffee. Jenny hat da hinten ihre Cola und gleich kommt noch heiße Schokolade und Pommes und Krabbensalat und Xenias Mann hat irgendwas mit Fisch sich noch bestellt. Überbackenen Fisch hat er. Überbackenen Fisch? Ja, ey, mein ganzes Gesicht ist voller Salz. Alinchen hat hier. Xenia hat gerade heiße Schokolade bestellt, das sieht voll geil aus. Ich bleibe aber lieber bei meinem Eiskaffee. So, meine Lieben, Tag 1 ist mittlerweile vorbei. Ich habe jetzt nicht mehr viel filmen können, weil ich halt einfach Ruhe gehabt habe. Wir haben geredet und es war heute ein sehr, sehr schöner Tag. Wir waren ja heute in Split auf dem Strand da, also beim Strand da. Haben da gegessen, war wirklich sehr, sehr toll. Jenny schreit aus, war letztes Mal ja. Ich habe ein zweites T-Shirt genommen, aber keine Hose. Liegt da meine Hose? Was für eine Hose denn? Ja, ich bring dir das. Moment, ja. Leute. Hier, ich habe zwei Oberteile. Na. Ja. Dankeschön. Mach dir zu. Alina, jetzt hat du Lust. Alter, Jenny. Moment, Leute. Versuch Nummer 10.000, Leute. Erstmal schreit Jenny die ganze Zeit. Ich hab das vergessen, wie ihr gerade mitbekommen habt. Dann wollte meine Mom die Waschmaschine anmachen. Die ging auch nicht an. Also, ich weiß ja, wie sie angeht, aber sie geht trotzdem nicht an. Jedenfalls, es war sehr schön auf Split, bei Split, wie auch immer. Bloß das Restaurant war übel teuer. Also, ich habe für 2 Burger, 2 Pommes, ein Cocktail, den wir da getrunken haben. After Sex hieß das Ganze. Und eine Cola habe ich einfach für 2 Euro bezahlt. So, was gibt es für ein Problem? Ja, dann waren wir hier nochmal, waren bei uns hier am Strand, sind noch zu uns gefahren, weil Leonie und Jenny sich so gut verstanden haben. Sind sie dann noch uns hinterhergefahren, war sehr schön. Dann sind wir abends nochmal hier zu uns ins Restaurant gegangen. Da wurden wir dann erstmal rausgeschmissen, war auch sehr natürlich toll. Dann sind wir hier zu uns nochmal gegangen. Die haben hier im Pool ein bisschen rumgeschwommen. Wir haben geredet ganz viel. Ich habe mit der anderen ein bisschen gespielt, war wirklich sehr, sehr schön. Grüße gehen raus an dich, Xenia. Heute ein kleines bisschen durcheinander. Ich habe wirklich einen Sonnenbrand. Ich habe einen Sonnenbrand. Wir gucken uns mal meinen Rücken an. Den habe ich nämlich noch nicht begutachtet. Das passt hier nämlich sehr, sehr gut, weil ich kann mich jetzt mal... Jesus. Maria. Scheiße. Ey, das Erste, was bei mir abfackelt, ist tatsächlich mein scheiß Rücken. Ja, ich würde mal sagen, ich beende das Video jetzt mal. Ich darf mich erstmal eincremen mit Aftersun. Aftersun. Okay, Leute. Ich habe heute nur einen Cocktail getrunken. Ich habe ein Schlückchen, 2 Schlückchen Bier getrunken. Ich lall nur. Also, bringt nichts. Ich glaube, ich genieße meinen Urlaub einfach zu krass. Alter, da oben ist eine Eule als Kuscheltier. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Da könnt ihr das sehen? Da oben in der Ecke? Da. Oh mein Gott. Gut, Leute, ich beende das Video jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich beende. Ihr braucht euch das nicht mehr geben. Immer darf ich noch oben über einen Kommentar und immer kostenlos. Aber würde ich mich mega, mega, mega freuen. Tschüss, ihr Lieben. Ich hab euch lieb. Meine Frisur, die sieht natürlich auch top aus. Finde ich nicht auch. Leute, ich filme jetzt doch nochmal. Eigentlich habe ich das Video schon beendet, aber Tag ist wohl noch nicht ganz beendet. Wir haben jetzt gerade eben die Waschmaschine angemacht und jetzt ist halt unser ganzes Badezimmer komplett unter Wasser. Wir telefonieren jetzt gerade mit dem Mann, dem das Haus hier gehört. Der redet seit 10 Minuten mit seiner kroatischen Frau, oder das sind ja Kroaten, und wir peilen einfach gar nichts. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir haben keine Ahnung. Der gibt uns einfach keine richtige Antwort. Badezimmer steht unter Wasser unten.
Ja. Sie hat einen Sonnenbrand im Übrigen. Der Hund bellt hier die ganze Zeit. Hier ist so ein Welt. Oh, scheiße, ich bin so neben der Spur. Der Hund bellt hier die ganze Zeit. Der ist ein bisschen aufgeregt und aufgewühlt, der Hund. Da hinten ist der. Da. Ja, keine Ahnung. Meine Mom ist jetzt schon wieder richtig auf 180 und super, 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 super sauer. Ich berichte euch, wenn es gleich ein Update gibt. Ja. Das Blatt geht halt cool. Mega süß. Mal gucken, ob da gleich eine Antwort kommt oder nicht. Ich gebe euch auf jeden Fall ein Update, bevor ich das Video beende. Hallo. So, ich habe gesagt, ich melde mich ja nochmal, auch wenn ich das Video schon längst beendet habe. Also, wir haben den Vermieter da angerufen, beziehungsweise den Typen von dem Haus hier. Und Pascal hat mir gerade geschrieben. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gab mir übel hin und her. Wie gesagt, gut, dass Jenny Englisch kann, dass wir uns eben verständigen können. Die können hier brüchige Sprachen in... Also die können irgendwie von allem nur brüchig. Naja, egal. Der meinte ja, der schickt irgendwie eine Nachbarin rüber. Wir haben die ganze, oder Nachbar, wir haben die ganze Zeit gewartet und gewartet und gewartet. Es kam erstmal keiner und dann kam plötzlich von der Ecke, also von drüben, die Frau, die da gewohnt hat, kam die dann rüber und meinte so, I'm the neighbor. Die haben hier gerade telefoniert und sowas. Und ich so, okay, okay. Und dann meinte sie nur, can you speak English und sowas? Und dann habe ich gesagt, ey, ich not speak English here a little bit höchstens. Ich kann es verstehen, ich kann ein bisschen Englisch verstehen, aber sprechen is a little bit... Scheiße. die ist dann hierher gekommen. Ich habe Jenny runtergerufen, Jenny hat mit der dann geredet und wir haben uns irgendwie... Sie hat, ich habe auf Russisch gesprochen und zum Glück hat sie mich verstanden. Wir verstehen auch Russisch. Das Ding an der ganzen Sache ist, Kroatisch hat so sehr viele Wörter, die sich mit dem Russischen ähneln und ich habe halt dann gesagt, nie rabotajt und das bedeutet, das geht nicht. Ne, Maschine in ihrer Botheit. Ich habe gedacht, so Maschine, vielleicht versteht sie wenigstens das Wort Maschine, so Maschine ist eigentlich. Ich glaube aber in ihrer Botheit. Ja, Maschine wäre eigentlich Auto, gleich. Aber. Deswegen hat sie es verstanden. Ihrer Botheit. So, oh, Rabotheit. Ja, das hat sie dann direkt verstanden. Aber ich habe irgendwas bei denen, die als sie telefoniert haben, hat sie auch die ganze Zeit Maschine gesagt, weißt du? Ja. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht das heißt bei denen Maschine oder so, keine Ahnung. Aber Maschine heißt eigentlich bei uns wie Auto. Naja, egal, aber in ihrer Botheit hat sie dann verstanden und dann meinte sie so, ja, what do you want for program? What is the program? Oder, nein, sie hat gefragt, welches Programm wir möchten. Ach so, wie wir das anstellen. Ja, genau, irgendwie sowas hat sie dann gesagt und dann meinte ich so, 14:15 hat sie nicht verstanden und dann wollten wir 13:14 sagen und dann habe ich halt versucht, irgendwie so auf Russisch, so, komm, vielleicht versteht ihr die Zahlen auf Russisch. Und dann habe ich gesagt, und dann meinte sie so, oh ja, und hat sie direkt verstanden, so welche Zahlen ich gerade meinte, hat das dann reingedrückt und wieder rausgedrückt, richtig komisch, deswegen hat das bei uns wahrscheinlich die ganze Zeit nicht funktioniert. Jedenfalls ist da hinten, hinter der Waschmaschine ist so ein Kabel und bei denen ist das irgendwie so richtig dumm installiert, hat sie gesagt, also das ist... Wo war ich jetzt gerade im Stehen geblieben, bevor meine Mami reingekommen ist? Mit dem Rausziehen und so. Ach so, dass das so richtig dämlich bei denen installiert ist. Und ich habe voll die Augenringe, Alter. Genau, dass das bei denen allen so ist, weil das so die alten Häuser sind und so weiter und so fort. Und ja, sie hat uns das dann wieder alles da reingesteckt. Und es funktioniert jetzt alles. Wir sind glücklich. Und ja, wir sind hier aber komplett unzufrieden. Meine Mom sagt schon, sie will nach Hause. Sie hat keine Lust mehr hier zu sein. Wir versuchen jetzt die restlichen Tage hier irgendwie gut zu überleben. Und wir schaffen das schon. Wir haben ja das Ziel, irgendwie hier so ein bisschen braun zu werden. Mhm. Wir müssen, jetzt kann ich sowieso ein bisschen labern, ne? Jenny, wir müssen unbedingt morgen oder sowas zu Müller fahren oder sowas. Denn wir müssen nämlich irgendwas für die Haare kaufen, denn unsere Haare... Und ich Haare, möchte ganz gerne zu diesen kleinen Ständen. Ja, da will ich auch hin. Ich muss unbedingt morgen Geld wechseln. Aber unsere Haare verrecken hier im Salzwasser. Guck dir mal meine Haare an. Jenny hat zum Glück Haaröl mitgenommen. Ich habe 10 Kilo Haaröl... Ich habe übrigens ein Haaröl benutzt. Ach. Ich habe 10 Kilo Haaröl benutzt. Ja, Leute, ich bin komplett weg. Ich habe ihr Haaröl auf jeden Fall benutzt und da 10 Kilo drauf gemacht. Und was ich jetzt sagen wollte, wir müssen unbedingt einfach Neues kaufen oder sowas. Oder wir machen deins leer und ich kaufe dir einfach Neues. Okay. Ja, so sieht das jetzt ganz sicher aus. Jetzt aber, bis morgen. Ich lasse euch jetzt endlich in Frieden mit meinem nicht-deutschen Getreller oder was auch immer ich hier zustande bringe. Irgendwie nur Versprechungen vom Feinsten. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, würde ich mal stark behaupten. Ich würde mal sagen... Tschüssi, Leute. Ihr merkt schon, ich bin voll fertig, aber meine Studis hier auf meinem Kanal wissen halt, dass ich manchmal starke Sprachfehler habe. Tschüssi.